Hallo Leute und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute zeige ich euch wieder eine neue Frisur. Heute flechten wir einen Fischgrätzopf in Form eines Bauernzopfes, falls ihr versteht, was ich meine. Wir machen einen Fischgrätzopf, der aber am Kopf entlang gehen wird und nicht nur hier unten ist. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich musste mir das erstmal beibringen und angucken, wie das überhaupt funktioniert, weil das war ein Zopf, den ich bisher noch nie gemacht habe auf meinem Kanal, weil ich ehrlich gesagt den noch nicht kannte, konnte. Aber ich bin die Tage aufgewacht und ich habe mir gedacht, ich muss sofort üben, das lässt mich nicht in Ruhe. Was? Es gibt einen Zopf und ich kann den nicht? Ich bin vom Bett aufgestanden, habe mich an meinen Schminktisch gesetzt und habe so lange geübt, bis es konnte. Erst dann bin ich Zähne putzen gegangen. Also so ernst meine ich das mit den Frisuren. Und ich hoffe, dass es euch auch gelingt und dass ich gut genug erkläre. Und ja, wenn euch das Video gefällt, freue ich mich wie immer über Daumen nach oben und natürlich auch immer über ein liebes Kommentar. Viel Spaß jetzt! Wir beginnen, indem wir uns erstmal einen Mittelscheitel machen und ich schaue jetzt oben in die Kamera, weil ich keinen Spiegel habe. Ich bin heute mal ganz verrückt und mache die Frisur im Stehen und habe keinen Tisch vor mir. Also wir machen einen Mittelscheitel bis ganz nach hinten hin. So. Die eine Seite, die wir erstmal nicht beanspruchen, die halten wir uns zusammen und machen uns hier ein Haargummi rein, sodass wir nicht versehentlich Haare aus dieser Partie mit in den Zopf reinnehmen. Wir flechten uns den Zopf ab der Spitze hier bis nach hinten, ganz nach unten. Und ihr könnt natürlich auch hier anfangen, aber ich fange immer gerne hier an. Ich nehme mir ein Dreieck raus, das teile ich in drei Strähnen und die kreuze ich miteinander über unten, also unter der Haarsträhne immer. Also drei Strähnen und erstmal ganz normal, wie gewohnt, nach unten kreuzen. Jetzt ist nämlich der Unterschied. Hier alles immer schön festhalten, nicht die Kontrolle verlieren. Also jetzt ist es nämlich so, dass wir nicht einfach nur drunter legen und weitermachen, sondern die Strähne, die wir schon haben und drunter legen, die halbieren wir. Und wir nehmen nur die obere Hälfte und legen sie nach unten. Ich hoffe, ihr versteht. Und dann nehme ich von unten auch von den losen Haaren was und lege sie dazu. Hier wieder, bevor ich die Strähne einfach nach unten hinlege, halbiere ich sie. Und nehme nur die Hälfte runter. Dann nehme ich mir wieder Haare dazu. Nochmal. Die Strähne mache ich nur zur Hälfte. Und lege das so ab. Und nehme wieder hier Haare dazu. Hier wieder. Nur die Hälfte nach unten legen. Haare habe, dann schließe ich sie einfach mit einem Haargummi hier unten zu. Und das gleiche machen wir natürlich auch auf dieser Seite. Ich erkläre das gerne nochmal, weil kann sein, dass man das nicht sofort versteht. Also ganz normal erstmal eine Strähne nehmen, in drei trennen und nach unten kreuzen. Und wenn wir wieder weiter kreuzen, halbieren wir die, die wir haben. Und die obere, die äußere Seite sozusagen, die wir haben, die legen wir nach unten. Und die, die näher ist zum Zopf, die legen wir zur oberen Strähne dazu und nehmen uns Haare wieder mit, damit wir diesen Bauernzopfeffekt auch weiterhin haben. So, dann wieder erstmal hier halbieren, die äußere Hälfte nach unten und die näher zum Zopf zur Strähne dazu legen und wieder Haare dazu. Dann hier wieder halbieren und Strähne dazu. Und denkt immer dran, wenn ihr eine ganz feine Fischgräte haben wollt, dann muss die Strähne, müsst ihr das beim Auftrennen nämlich aufpassen, wenn ihr das zur Hälfte macht, je nachdem wie dick oder dünn eure Haare sind, aber die Strähne, die näher zum Zopf ist und die da bleibt, die muss dünner sein, wenn ihr eine dünnere Fischgräte haben wollt.
Also wenn ich hier so viel lasse, dann habe ich eine dicke Fischgräte. Aber wenn ich das hier so dünner lasse, dann ist die Strähne, die da bleibt, ja dünner und somit auch die Fischgräte. Oh Gott, ich hoffe, das ist verständlich. Und beim Flechten zwischendurch immer schauen, ob eure Zöpfe auf der gleichen Höhe sind. Und weil wir ja am Ende cool aussehen wollen und so wie das jetzt gerade in ist, werden wir das Ganze natürlich hier auflockern, auseinanderziehen und hier draus kleine Dots machen. Ich ziehe auseinander von unten. Ihr möchtet, dass man die Fischgräte sehr gut erkennt, dann schaut immer, dass ihr jeweils die Rundung, die Welle immer rauszieht. Also nicht alles wild durcheinander, sondern immer jeweils den Teil. Wisst ihr, wie ich meine? Ich hoffe, ja. Ich hoffe, ihr habt jetzt alle ja gesagt. So, und natürlich auch hier schauen, dass alles gleich ausschaut. So, jetzt nehme ich mir noch Haargummis und mache sie hier direkt zu. Und dazu nehme ich so dünnere Haargummis, die man vielleicht nicht so sehr sieht, die nicht so grob sind. Und wenn wir unseren Messi-Bun fertig haben an den beiden Seiten, dann war es das auch schon mit der Frisur. So, und ja, dann natürlich der allerletzte und der wichtigste Part. Dididididid. Ihr kennt mich, ich brauche das, sonst ist es nicht fertig. Ich hoffe, ihr konntet das gut verstehen, wie ich es euch erklärt habe. Lasst mich das unbedingt wissen in der Infobox. Falls ihr Frisurideen habt, dann könnt ihr mir diese gerne auf Instagram schicken. Macht einfach einen Screenshot und leitet mir den weiter. Dann werde ich die Frisur auch für euch machen, genauso wie ich diese gemacht habe. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder und bis zum nächsten Video. Alles Liebe. Tschüssi.